Ich habe meine Echse auch immer so dargestellt, dass die Magie gar nicht mal so gewollt immer war. Aber wenn du einen Säbelzahntiger mit dabei haben willst, gerne. Und ich glaube, anhand von Mage könnte man ganz gut erklären, wo die Unterschiede zwischen einer Magierin und einer Hexe sind, oder? Neulich in Aventurien. Ein DSA-Fan-Podcast. Folge 23. Hexen. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde. DSA, neulich in Aventurien. Runde trifft es vielleicht heute nicht so ganz. Wir sind eher so eine Linie. Dafür eine ziemlich breite. ich bin nämlich heute mit dem Mischka hier am Start. Hallo? Ei, gute zusammen. Und irgendwie hat es sich terminlich nicht ergeben, dass wir heute mit mehreren Leuten hier sind. Aber wir quatschen trotzdem und widmen uns einer Zuschauerfrage. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Irgendjemand hat uns in den Kommentare reingeschrieben, dass wir doch mal über Hexen reden sollen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und nehmen uns diese tolle Charakterklasse in DSA doch mal ein bisschen zur Brust. Wir sind beide, glaube ich, keine super Hexenexperten. Aber zumindest der Mischka weiß ich, dass der einige Abenteuer mit Hexen schon gespielt hat, weil ich da mit dabei war. Genau, also sowohl schon eine Hexe gespielt, als auch Hexenabenteuer geleitet, aber auch das berühmt-berüchtigte Abenteuer Hexennacht, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal geleitet, auch wenn das nach heutigen Standards nicht mehr so ganz up-to-date ist. Aber man kann einiges draus machen, finde ich. Ja, und ich habe auch mal eine Hexe gespielt, ist aber schon ein bisschen her. Aber das war einer meiner Lieblingscharaktere, die ich so in der Studienzeit gespielt habe. Ja. Gut. Was macht denn so eine Hexe eigentlich aus? Also ich glaube, wenn man so mal schaut, was es so an Charakterklassen in DSA gibt, ist es ja alles bei DSA so ein bisschen entklassifiziert, würde ich ja sagen, inzwischen. Ne? Also es gibt ja nicht mehr wie bei D&D diese traditionellen Charakterklassen. Ich finde, das trifft so ein bisschen auf die Hexe gar nicht mal so zu, weil die ist relativ stabil geblieben durch die Editionen hinweg, finde ich. Oder? Das ist richtig, genau, ja. Also zum ersten Mal ist ja durch die Hexe zu sagen, sie ist jetzt nach dem neuen Regelwerk sogenannte Vollzauberin, Magiewirkerin, naheliegend. Man verbindet natürlich auch außerhalb von DSA Hexen einfach mit Magie. Nur sie sind halt leicht unterschiedlich zu den Magierinnen, den hermetischen Magierinnen. Zum Beispiel, was bei den Magier eher so ist, dass die Magie beherrschen, klares Mindset haben, also quasi meditative Ansichten gegenüber der Magie haben. Es ist bei den Hexen so, dass sie einfach ihren Gefühlen mal freien Lauf lassen und mal gucken, was so magisch dabei rauskommt. Mir kommt gerade ein spannender Gedanke, mal gucken, ob wir den hier, weil wir beide jetzt auch miteinander reden, irgendwie ein bisschen verfolgen können. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, kommt mir gerade so Idee, ich weiß nicht, ob ihr da draußen auch offen seid für andere Spielsysteme, außer DSA. Es gibt ja auch das wunderbare World of Darkness Setting Mage. Mhm. Und ich glaube, anhand von Mage könnte man ganz gut erklären, wo die Unterschiede zwischen einer Magierin und einer Hexe sind, oder? Ganz klar, ja. Ja. Also vielleicht erklären wir das mal ganz, ganz grob. In Mage ist es so, dass der Charakter zaubern kann, halt ein Magier mehr oder weniger ist, aber die haben immer so spezielle, so einen Kniff, durch was sie zaubern können. Also die brauchen irgendwie immer was, wodurch die Magie kanalisiert wird oder ausgelöst wird. Die brauchen immer irgendwas. Fokus. Ein Fokus, ja, oder irgendwie ein Ritual oder eine bestimmte Gebet oder irgendwie sowas, ne? Also da gibt's, kann man der Fantasie ja freien Lauf lassen. Und jetzt, wo du gerade sagtest, der Magier hat so ein, ich weiß gar nicht mehr, jetzt ist es irgendwie schon ein paar Minuten her, jetzt bin ich hermetischen Ansatz, meinst du?
Genau, so einen hermetischen Genau, und das Ansatz. wäre bei Mage, also bei der WoD, genau die Orden des Hermes. Das sind so die klassischen alten Zauberer mit Zauberspruchrollen, also quasi die Magiewissenschaftler. Und so sind ja auch die Magier zumindestens, weiß ich, bin jetzt gar nicht sicher, wie die Zitate der fünften Edition sind, aber gerade in der dritten und vierten Edition waren die ja schon sehr wissenschaftlich angehaucht, so, ich will mal sagen, Trottelprofessoren teilweise, wenn du die Zitate gelesen hast. Und da sind die Hexen natürlich ganz andere. Anders da, die könnte man jetzt in Magus eher mit den Verbenern vergleichen, also Blutmagie, Naturmagie Ja, also wie und so zaubert denn so weiter. eine Hexe in DSA? Also was braucht die für einen Fokus, um zaubern zu können? Genau, also in irgendeiner Form Verbindung mit der Natur, am besten barfuß auf dem Waldboden stehend und dann, da sie ja auch, Moment, nee, nicht Töchter Mardas, sondern Töchter Satuarias, aber als Mardamal als besondere kraftgebende Quelle haben, sind halt die Fokusnächte, wann sie halt auch ihre Flugsalbe, da kommen wir wahrscheinlich gleich später drauf, machen, ist genau das, barfuß tanzend um ein brennendes Feuer bei Vollmond. Also so bei der klassischen Walpurgisnacht. Das könnte man so als, auch in DSA, als stärkstes Hexenritualzeit ansehen. Genau, also du sagst schon gerade naturverbunden, irgendwie mit Hautkontakt zum Natur, zum Boden am besten. Und der zweite Aspekt, der auf Hexen halt zutrifft, wenn ich mir den klassischen Magier vorstelle oder die Magierin, dann ist es halt ja so, man nimmt sich so die Magiekraft, die durch Dere durchfließt, und formt daraus einen Zauberspruch und macht sich quasi die Magie untertan und beherrscht die mehr oder weniger. Während ich glaube, bei Hexen stelle ich mir das so vor, dass da kommt die Magie aus der Emotion heraus. Und deswegen hatten die Hexen auch in DSA 4 zum Beispiel immer automatisch jähzornig oder rachsüchtig, weil man dadurch irgendwie ausdrücken wollte, diesen emotionalen Aspekt, den Hexen irgendwie mit sich mittragen. Und ich habe meine Hexe auch immer so dargestellt, dass die Magie gar nicht mal so gewollt immer war, sondern halt immer ihren Auslöser hatte in emotionalen Situationen. Kann auf jeden Fall lustig sein, kann aber auch unglaublich nach hinten losgehen für die Gruppe. Für den Meister ist das super. Ja, also da haben wir ja doch schon, also direkt schon einen coolen Spieleransatz, ne? Also wenn ihr das so darstellen wollt, dann kann es natürlich auch Situationen geben, in denen ihr nicht auf Magie zugreifen könnt, obwohl ihr es gerade wollt, einfach weil ihr nicht in der Stimmung seid, ne? Also weil der Charakter Genau, nicht in also der oder Stimmung ist. beziehungsweise wenn man ein anderes Universum springt, den Harry Potter-Ansatz, für das du für den Patronus diesen glücklichen Gedanken brauchst. Das ist halt was, was ich bei den Hexen auch sehen würde, um jetzt vielleicht Heilzauber zu wirken. Also sowas wie Hexenspeichel, dass du sagst, okay, du musst jetzt da irgendwie ein Gefühl hochrufen können, was du halt mit der Heilung verbindest. Wobei du halt jetzt. Natürlich, klar, Hexen sind ja auch bekannt für ihre auf dämonisches Merkmal basierenden Zauber. Da ist jetzt so der positive, warme Gefühl im Bauch nicht die erste Wahl, würde ich sagen, sondern schon eher wie Zorn, wie du es eben sagtest, Wut auf jemanden oder Ja, was starke auch immer. Emotionen, die ad hoc heraussprechen oder halt im Falle der Rachsucht so ganz eiskalt, lange geplant, hinterlistig sind. Und ich glaube, dadurch haben die Hexen in Aventurien auch ihren schlechten Ruf bei der Otto-Normalbevölkerung im Mittelreich zum Beispiel. Die haben ja alle ziemlich Angst vor diesen Hexen. Und auch nicht umsonst, weil so ein emotionaler Ausbruch ist natürlich ja, unreflektiert. Und wenn du dann sagst, irgendwie mit dämonischer Magie noch verwoben, dann kommt da ja wahrscheinlich selten was von Positives bei rum, obwohl es natürlich ja auch gute Hexen gibt, natürlich, ne, die ihre magischen Kräfte für gute Dinge einsetzen. Aber Also. der Otto Normal-Aventurier wird wahrscheinlich eine Hexe eher mit dem negativen Welt, also Magiebild in Verbindung bringen. Genau, wobei ich sagen würde, dass der Otto Normal-Aventurier
nicht weiß, dass nach Status jetzt die 73 verfügbaren Hexenzauber, dass 13 von denen Merkmal dämonisch haben, sondern eher, weil die Hexen die viel gefürchteten Hexenflüche können, die dann natürlich so ganz fiese Sachen wie nicht sofort tot, sondern unfruchtbar Warzen im Gesicht. Also das, was ja die Bauernbevölkerung wirklich fürchtet, Ja, ausführen können. oder Und natürlich. irgendwie die Ernte irgendwie Missernte fabriziert Genau. wird oder sowas, genau, ja. Ja, und auch diese Flüche ja auch ausgesprochen werden halt aus einer Situation heraus, wo halt der Zorn hochbrodelt, ne, oder die negative Emotion, ne. Aber ich glaube halt auch, dass, also so habe ich meine Hexe damals auch gespielt, dass eben auch, wir haben ja eben ja auch schon gesagt, wenn man Heilzauber braucht man diesen glücklichen oder halt diesen heilsamen Gedanken, ne. Dass das eben auch in die andere Richtung irgendwie gehen kann, wenn man halt wenn die Hexe sich verliebt zum Beispiel, dass dann automatisch solche Dinge ausbrechen wie, wie diese Verschönerungszauber, die die Hexen ja auch haben, dass sie dann einfach, man könnte dann bei einem normalen Hexer oder Hexe könnte man einem normalen Mann oder Frau sagen, dass sie dann auf einmal so ein Leuchten kriegen und irgendwie so, dass man denen ansieht, dass sie verliebt sind oder sowas. Und das müsst ihr euch jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen gesteigert vorstellen, weil es dann noch magisch unterstützt wird, das Ganze. Ja, also da sind wir wieder beim Thema intuitive Magie, beziehungsweise ja, gefühlsbetont ist es bei den Elfen jetzt nicht so, aber intuitiv, die machen ja, wenn sie Freundschaftsbande knüpfen wollen, automatisch den beim Baladin. Und da finde ich es auch sehr gut, sehr passend, dass du sagst, wenn eine verliebte Hexe jemand beeindrucken will, dass sie dann Satuarias Herrlichkeit automatisch wirkt oder ja, sobald es dann in die Horizontale geht, Leftans Feuer und sich da magisch mithilft, ja. Genau, ja. Also das wäre der eine Aspekt. Also wenn ihr einen Magier spielen, also wenn ihr einen magiebegabten Charakter spielen wollt und ihr wollt jemanden haben, der ganz, also ich würde es gar nicht mal an der Magie festmachen, sondern wenn ihr einen hochemotionalen Charakter spielen wollt, dann ist die Hexe, glaube ich, euer Charakter der Wahl. Weil ihr dann habt ihr nämlich auch noch Vorteile davon. Also meistens, wenn ihr dann in Emotionen daher wallt. Ja, mit einem kleinen Aber, wenn du sagst, der Charakter der Wahl, als Hexe muss man sich auf jeden Fall immer bewusst sein. Es ist zwar jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr so, aber natürlich gibt es auch überall ein paar Altgierige oder Hohlköpfe. Also die Inquisition war ja mal auf Hexenjagd, offiziell dürfen sie jetzt wieder, aber natürlich gibt es bestimmt auch ein paar Prajoten, die immer noch Hexen gerne irgendwo aufhängen oder irgendwo ertränken. Und zum Zweiten haben Hexen halt immer Vertrautentiere bei sich. Das heißt, ihr habt die Verantwortung für ein Vertrautentier. Genau, also man kann natürlich auch ohne Vertrauten spielen, aber es ist dann ein Nachteil sogar. Kein Vertrauten ist Okay. extra ein extra Hexennachteil, kein Vertrautentier zu haben. Übrigens auch eine schöne Sache, die man als Spielleiter mit dem Spieler oder der Spielerin irgendwie abklären könnte. So wie man an das Vertrautentier herankommt, dass man da irgendwie eine eigene Geschichte drum erzählt, das finde ich immer einen ganz schönen Aspekt, den man machen kann. Aber das Vertrautentier ist natürlich aus der Rollenspielsicht jetzt schon ein extra Gimmick, würde ich mal sagen. Da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen, Ja, zum und Darstellen von NPCs, die man mit sich herumführt, oder halt Tieren, die man mit sich herumführt. Ich glaube, da haben auch mal bei dir auf dem Kanal gibt es ja eine Runde, wo eine Hexe mitspielt, mit den Königsmachern, genau. wo War die, ja in der G7 auch so, dass da eine Hexen mitspielte, da war das Vertrautentier nur nicht das Thema. Genau, und das sind halt die großen Unterschiede. Wie möchte man denn dieses Tier, was auch im Regelwerk ja auch speziell, also ganz spezielle Dinge bekommt, die bekommen eigene Zauber und die sind halt intelligenter als normale Tiere, also fast schon auf Menschenlevel. Und also das wäre so ein bisschen verschenkt, finde ich, wenn man diesem Tier dann nicht auch irgendwie einen Rollenspielaspekt mitgibt. Und wenn das Tier sonst überhaupt nicht vorkommt, außer, ach ja, ich habe ja noch hier so eine Kröte, die kann ja jetzt auch noch einen Zauber sprechen oder so. Beziehungsweise ich
Muss wohl wieder das auskundschaften, ich rufe meine Katze mal wieder bei oder meinen Vogel oder was auch immer. Klar, natürlich sollte dann ein Vertrautentier ein fester Bestandteil der Gruppe sein, der halt auch Nöte hat, der auch mal Ärger macht. Nicht immer so, wie die Hexe das will, weil es ist ein Lebewesen mit einem eigenen Sinn. Also für einen Meister finde ich wieder ein Geschenk, sehr viele Möglichkeiten, das zu machen oder ein Abenteuer anzufangen. Das Vertrautentier wird entführt oder verletzt oder weiß der Henker was. Ja, oder bekommt irgendwas mit, was sie nicht hätten mitkriegen sollen oder so. Und dann ist dann auch wieder dieser Heimlichkeitsaspekt. Viele spielen Hexen halt an unter dem Deckmantel irgendwann eines anderen Charakters. Und dann, wo hast du denn die Informationen her? Da kann man ja nicht offen sagen, ja, hat mir meine Kröte gesagt. Vor allem hat mir meine Kröte gesagt. Entweder kommst du sofort in die Klapse oder auch, Hexe, na toll. Einmal zu den Neoniten, jawohl. Okay. Ja, und also kommt immer auf den Landstrich drauf an, ob man seine Hexe so ein bisschen unter dem Radar spielt. Ich kenne das eigentlich aus der Historie, dass man das gerne macht. So nicht offen zugibt, dass man Hexe ist. Ich fände es auch immer ganz cool, wenn man mal so einen Charakter spielt, der eigentlich keine magischen Eigenschaften hat, also gar keine Hexe ist, aber sich wie eine Hexe verhält. Also so eine Katze mit sich mitführt und so. Das habe ich ja so ein bisschen bei den Königsmachern am Anfang gedacht, als Jamera das gespielt hat bei dir. Da habe ich gesagt, ja, endlich mal jemand, der das macht irgendwie. Und dann konnte sie dann doch irgendwie zaubern, war doch eine Hexe. Okay. Also dieses Klischee Hexen in DSA mal nimmt und einfach mal den Tarncharakter zum richtigen Charakter macht, ne? Ist ja echt, also dann muss man, also was heißt muss man, wäre es sinnvoller, wenn man ein reisender Charakter ist, weil ich glaube, Hexen, die in der Dorfgemeinschaft oder in der Stadtgemeinschaft leben, die leben so gut, weil sie verdeckt sind, weil natürlich, klar, würde man jedes Missgeschick, jeden fremdgehenden Ehemann, was auch immer, der Hexe in die Schuhe schieben und Sartoriaria bewahre, wenn die armlosen Tage anbrechen und dann verunstaltete Tiere geboren werden, ich glaube, dann brennt die Hexe ziemlich schnell. Ja, ist halt auch der Aspekt, warum die meisten Hexen sich halt nicht outen, ne? Und irgendwie das nicht groß raushängen lassen, dass sie Hexen sind. Da gibt es ein paar Ausnahmen von, auch landsprichabhängig in Aranien zum Beispiel sind die ein bisschen höher angesehen. Das hat aber auch was mit dem Matriarchat zu tun. Und in Weiden würde ich jetzt sagen, da gibt es eine Hexe zumindest, die gesellschaftliches Ansehen hat, aber auch nur, weil alle Angst vor ihr haben. Weil sie zufällig zur Herrscherfamilie gehört. Und das, genau, ja. Ja. Nebenbei gesagt. Und also diesen Heimlichkeitsaspekt finde ich auch für den Charakter ist halt schon so ein wichtiger Punkt, den man schon an, also ich finde, das gehört, also muss man nicht machen, aber ich finde, es gehört so ein bisschen dazu. Also haben wir Heimlichkeit, Emotionalität und das Vertrautentier als Merkmale quasi so. Und so ein bisschen dieser dämonische Touch. Ne? Also. Ja, das ist genau der Punkt. Der dämonische Touch, gerade weil sie so viel auch durch ihre Emotionen Magie wirken und die natürlich nicht immer lupenrein und unschuldig sind. Wie gesagt, gibt es auch 13 Zauber auf der Liste mit Merkmal dämonisch. Ich glaube, der bekannteste mit Abstand ist der Pandemonium. Ist, glaube ich, auch so der 0815-Zauber, den man immer entweder als Meister, wenn man die Gruppe ärgern will, reinbringt oder als Gruppe, wenn man sich gerade irgendwie aus einer sehr misslichen Lage befreien will. Ja, und dann kommen natürlich noch Zauber dazu, die zwar nicht dämonisch an sich sind, aber halt mit dem Willen des anderen spielen, also Beeinflussungszauber, Einfluss und Beherrschung. Genau, ja. Und natürlich auch jeder Aventurier vor Angst hat, ne? Also zu Recht auch. Ne? Klar. Ja, gibt es auch die ein oder andere Story mit Sicherheit, wo irgendeine Mutter behauptet, dass die Hexe ihren Sohn geklaut hat, aber der eigentlich nichts von ihr wollte. Und vielleicht war es ja ohne Magie, aber einer Hexe kann man sowas natürlich mal in die Schuhe schieben. Ja, also gibt's, es gibt verschiedene, gibt ja auch in der Literatur
da in den Geschichten unserer realen Welt genug Hexenvorbilder in Geschichten. Und die kann man alle irgendwie in DSA wiederfinden. Also da haben sich die Redakteure und Geschichtenschreiber sehr gut bedient. Prominentestes Beispiel ist, glaube ich, Baba Yaga. Ne? Genau. Das ist sogar die erste Hexenantagonistin, die offiziell auftritt, noch vor der Eishexe. Und zwar im Abenteuer Hexennacht. Da ist es halt wirklich so, dass sie so eine alte, die komischerweise Achatz heißt. Ich habe nie verstanden, warum sie den Namen doppelt belegt haben, aber egal. Auftaucht im fliegenden Fass und auch in der Hütte wohnt, die Hühnerbeine hat. Also mehr offensichtlicher Clown kann man halt einfach nicht. Aber Gott, das war ja Besser DSA gut schon immer geklaut als egal, wie schlecht selber offensichtlich gemacht. sie. Genau. Ja. Bin schon total egal, wie offensichtlich sie klauen. Ja, dann haben wir noch irgendwie später in der DSA-Geschichte kam dann dazu, dass die Hexen nicht nur einfach nur Hexen sind, die sich halt in den Hexennächten treffen und da merkwürdige geheime Rituale machen und sich ihre Zauber beibringen und keine Ahnung was. Gehen feiern. Die Flugsalbe herstellen, denn der Besen, der fliegende Besen ist, der fliegt nicht von selber, sondern der muss mit magischem hergestellter Salbe eingerieben werden, damit er denn eine gewisse Zeit lang fliegen kann. Das heißt, man kann auch andere Gegenstände einschmieren mit dem Zeug, ne? Solange sie Ein nicht im Kochlöffel, Zustand halten. ein Fass. Fast, obwohl das müsste eigentlich Eisenringe haben, das würde ich nochmal hinterfragen. Aber ja, es gibt auch Es gibt auch Bilder Fässer, mit. die man ganz aus Holz herstellen kann, glaube ich. Ja. Schwierig, kommt drauf an, was du drin lagerst, ja. Wenn es was gärt und Ja, Druck muss ja aufbauen nichts kann, drin nicht. lagern. Muss ja Ja. fliegen. Dann reicht da einfach nur, wenn was drin fliegt, ne? Das ist richtig, ja. Aber Weidenkörbe, Türen gibt es, glaube ich, auch in der Stühle. Ja, wenn Jessar eine Hexe wäre, wäre es wahrscheinlich so ein Holzthron mit einem, keine Ahnung, Buchsbaumkistchen drunter, damit es schön weich ist. Und einen zweiten Weidenkorb, der nebenher fliegt mit was zu essen drin, mit Nüsschen oder Tuzacke. Ja, Ja. lecker. Ja, und was später dazu kam, ist halt, dass wir die Hexen auch noch in so Unterklassen einsortieren konnten. Also, dass dann auf einmal es verschiedene Hexenzirkel gab, die dann spezielle Konnotationen hatten. Also, die hat man dann festgemacht an den Tieren, an den vertrauten Tieren. Und es gibt halt die Krötenhexen und die Katzenhexen und die Eulenhexen und die Schlangenhexen und die Rabenhexen und die Affenhexen und die Spinnenhexen. Und Tier XY-Hexe. Genau, Also, also da ne? kann man natürlich auch mit Absprache mit dem Meister sich irgendwas überlegen, dass du sagst, hey, ich hätte aber gerne Skorpionenhexe, weil die aus der Wüste kommt oder was auch immer. Also es steht nicht, glaube ich, explizit dabei, aber für mich ist da wieder eine schöne, bunte Welt aufgemacht von, hey, lass uns doch mal ein bisschen kreativ werden. Lass uns doch mal so eine etwas sehr breitschultige, brummige, leicht bärtige, bornländische Bärenhexin bauen, die halt einfach ihren Wald verteidigt oder ihr was weiß Ja, ich auch immer. genau, mit ganz viel Liebe zum Honig. So zum Beispiel, genau. Ja. Ja, und diese verschiedenen Gruppierungen der Hexen, die haben dann auch immer an verschiedene Agenden bekommen, dass man sie dann irgendwie auch eingruppiert. Zum Beispiel sind die Katzenhexen so die Hexen, die in gesellschaftlichem Stand und in Städten sich besonders wohlfühlen, wie halt eine Hauskatze das auch machen würde. Ne? Also hier ist auch ein bisschen so, die Wildkatzen ist nochmal was anderes. Es gibt natürlich auch welche von dieser Gruppierung, die sich eher so in der Wildnis verorten, aber das ist so die Minderheit. Das sind das sind die klassischen, ich glaube, das sind die meistgespielten Hexen, würde ich mal behaupten. Die Ja. Schönen der Nacht, das sind die Katzenhexen, die sich halt um Verführung und emotionale Beeinflussung und sowas drehen. Also vor allem, weil sie, wie auch gesagt, sind, ich glaube, so die einzigen, die wirklich mit Vorliebe in einer großen Stadt wohnen und das auch genießen, also mit Professionen oder Seitenprofessionen neben Hexe. Obwohl, Hexe ist ja keine Profession, es ist ja eine, egal, wie dem auch sei. Wie zum Beispiel liebe Frau Kurtisane. Genau.
Ja. Also so ein Gesellschaftscharakter, ne? Und Geh mal durch. dann könnte man sagen, Krötenhexen zum Beispiel, das sind die Töchter der Erde. Das sind ja so die klassische Trankbrauhexe, würde ich jetzt behaupten. Also das ist Genau, auch oder halt. aus den klassischen Hexenvorbildern irgendwie, ne, im Kessel rührend irgendwelche magischen Tränke herstellen und Genau. Oder wie man es von früher kennt, bei uns in der Region hießen die Wiesekret, also die Frauen, die halt sich wirklich mit Kräutern auskannten und dann Ringelblumensalben gemacht haben und so weiter. Also die halt auch wirklich ihre Kenntnisse in den Dienst der Gemeinschaft oder in den Menschen stellten. Und dann natürlich gab es dann die Familien, die da nicht hingingen, weil die war ja nicht göttergläubig oder was auch immer. Und natürlich gab es auch Familien, die haben gesagt, es ist mir egal, ich will einfach nur Hilfe für mein Kind oder für wen auch immer krank ist. Und finde ich, diese Tradition könnte man natürlich im Spiel sehr schön übernehmen, dass man sagt, naja, natürlich ist die nahegelegene Dorfgemeinschaft an der Krötenhexe, an der Tochter der Erde interessiert, weil sie als Heilerin, vielleicht als Hebamme auch noch fungiert. Und deswegen wird sie halt mit Essen versorgt oder was auch immer. Ja. Und dann haben wir noch die Schwesternschaft des Wissens. Das sind, glaube ich, die Schlangenhexen, ne? Die sind dann so eine Hommage an den Magier, so an den verkopften Wissensstubenhocker Archetyp, würde ich jetzt mal sagen. Hauptsache viele Bücher und ja, Wissensaustausch und vielleicht irgendwie die Lehrerin auf dem Dorf oder sowas. Das könnte man sich ganz gut vorstellen, so, ne? Genau, es sind auch eher die Hexen, die, glaube ich, als einzige mit Antimagie auch wirklich umgehen und die Kontakt zur Hesindekirche auch haben. Genau, ja. Also die auch dann in der zwölfgöttlichen Kirchengemeinschaft irgendwie so einen Anknüpfungspunkt finden. Genau. Was haben wir noch? Wir haben die Rabenhexen. Das sind auch noch ziemlich klassische Hexen, finde ich, weil das sind diese typischen diese Hexen, die man sich vorstellt, die ein Kartendeck haben, woraus sie einem die Zukunft lesen, oder eine Kristallkugel oder sowas. Also die mit Hellsichtmagie ganz versuchen, dann dem Gegenüber ja, die Zukunft zu deuten. Genau, die ja so prophetisch begabt sind, so sich mit Ja. Schicksalsdeutungen untereinander setzen. Also könnte man in der weltlichen Mythologie so an die Nornen anlegen, vielleicht so etwas ältere, sehr verschrobene oder immer ein Rätsel sprechende. Für mich ein unglaublich charmanter NSC, mit dem man natürlich die Gruppe absolut in den Wahnsinn treiben kann, die aber, finde ich, so ein Spiel direkt mal so ein bisschen Mystik mit reinbringt. Finde ich auch als emotional zaubernden Charakter halt auch interessant, ne? Irgendwie du versuchst ja durch Visionen und Hellsicht und so irgendwie Vorteile zu bekommen, aber ne, wie bringst du dich in einen emotionalen Zustand, um Visionen hervorzurufen? Das heißt, du hast dann Charaktere, die wahrscheinlich irgendwie Rauschkräuter oder sowas zu sich nehmen oder irgendwelche Tänze aufführen, irgendwie die das Blut irgendwie in Wallung bringen. Vielleicht auch ein Sportler könnte vielleicht auch sein, ne? Irgendwie. Aber irgendwie musst du ja diesen emotionalen Aspekt hier irgendwie ein bisschen gezwungener selbst fabrizieren, damit er auftaucht, glaube ich. Also im Gegensatz zu den anderen Hexen, die wir jetzt gab. Obwohl bei der Trankhexe wird es wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Ja, glaube ich auch, da wären Rauschkräuter eher dran. Also finde ich naheliegender als jetzt bei den Schlangenhexen oder bei den Katzenhexen. Ja. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch die klassische Jahrmarktshexe, die irgendwie mit einer fahrenden Gemeinschaft umherzieht. Da bieten sich natürlich Nomaden an, die man spielen kann. Gaukler. Und die haben halt die Äffchen immer bei sich, so kleine tanzende und trickreiche Äffchen. Und ja, die kann man dann spielen, wenn man irgendwie so, ja, sich halt dem Gauklertum ein bisschen zugewandt fühlt.
ein bisschen eine bunte schillernde Persönlichkeit machen will. Hier finde ich auch, ist auch der emotionale Aspekt, den finde ich auch hier irgendwie immer auch ganz schön irgendwie, den man dann darstellen kann. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, die Hexe sich zu verbergen, weil natürlich sind die Jahrmarkt-Gaukler ja immer so ein bisschen drauf aus, dass es so ein bisschen wie Trickerei, wie Magie wirkt, ob das jetzt die Feuerspucker sind oder Leute, die mit irgendwelchen thulamitischen Pülverchen, die irgendwelche Rauchexplosionen oder so machen. Da kann so eine Hexe echt gut untertauchen, finde ich. Und ja, so ein, dass man ein Tier da mit dabei hat, ist auf dem Jahrmarkt auch nicht auffällig. Finde ich, ist auch eine sehr schöne Storyline oder Storyline-Beginn. Ein Charakter, der mit so einer Jahrmarkt-Truppe mitzieht. Ja, genau. Dann haben wir einen Hexentyp, der vielleicht für Antagonisten sehr, sehr interessant ist. Weniger für Heldentypen. Die schwarzen Witwen, die Spinnenhexen, die sich ähnlich wie die Krötenhexen so mit Tränken und so befassen, aber eher unter dem Aspekt des Giftebrauens und des Gifteherstellens und sich verbergen und ganz viel halt irgendwie, weil sie kommen auch aus dem Süden, kommen eher im Süden vor, dann ganz viel mit diesen Dschungel, gefährlichen Dschungelgiften hantieren, so Maraskan und die anderen Dschungelgebiete in Aventurien. Halt da, wo diese fiesen Spinnen auch überall herkommen. Genau. Das ist natürlich, wie du sagst, entweder ein guter Antagonist oder ein NSC, der halt unglaublich schwer dazu zu bewegen ist, zu kooperieren. Weil ich würde mir die jetzt im Gegensatz zu den anderen Hexen, auch wenn sie immer noch emotionale Magie wirken, sehr, sehr kühl und sehr berechnend vorstellen. Es sei denn, du reizt sie dann aufs Blut, dann willst du die aber auch nicht in der Nähe haben, glaube ich. Das ist eher so der Hexentyp, der weniger aus der akuten Emotion handelt, sondern der die diese konstante Kälte hat. So diese, dieses berechnende, rachsüchtige, dieses lang angelegte, ich folge dir auf Schritt und Tritt und irgendwann schlage ich zu, wenn du es am wenigsten erwartest. Also der bekannteste maraskanische Hexenzirkel wird ja auch Rächerin Lykosas genannt. Also da weiß man ja schon, was da Programm ist. So ein Assassinen-Touch, ne? Richtig, ja. Was jetzt ja im Süden da und in Maraskan jetzt auch gut beheimatet ist, ne? Gerade sagen, Konflikten, nicht, die es da so gibt. Richtig, nicht die fernste Profession ist. Ja. Dann haben wir noch eine übersprungen eben, nämlich die verschwiegene Schwesternschaft. Die haben Eulen, also hier, wenn wir schon Harry Potter eben erwähnt haben, ne? Eben. Ja. Also Eulenvögel oder ähnliches Vogelgetier. Und die sind so ein bisschen der Klerus, würde ich behaupten. So, ja. Weil die Hexen an sich ja auch immer eine Verbindung zu ihrer Göttin haben. Das macht sie auch einzigartig, dass sie eine eigene Gottheit haben, die sie anbeten, nämlich Satuaria. Manchmal in den Abenteuern auch Leftan. Wobei ich da immer noch nicht so ganz durchblicke, wann, was und wie, aber ich glaube, das soll auch so sein. Und Satuaria und Leftan sind auch in der Geschichte auch verbunden. Wenn man in die Bücher reinschaut, dann hat, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Zeitalter es war, aber die Gottheit Leftan dafür gesorgt, dass Satuaria erst entstanden ist. Ist nämlich eine Abspaltung von Zatuaria. Und der Gott Leftan hat quasi diese Gottheit Zatuaria gespalten in Zar und Satuaria. Ja. Von daher sind die irgendwie schon miteinander verbunden, die beiden. Und auch ne, die Nähe zu Zar, die vielen Hexen ja auch mit in die Wiege gelegt ist, ist auch hier irgendwie ganz, ganz eng. Aber ich glaube, über Leftan und Satuaria können wir eigentlich nochmal eine eigene Folge irgendwann machen. Definitiv. Weil das ist so ein bisschen verworren und wirr. Da könnten wir, glaube ich, alleine schon eine Stunde drüber quatschen. Ja. Nochmal auf die verschwiegene Schwesternschaft oder Eulenhexen, wie sie genannt werden, zurückzukommen, die nennen sich auch selbst die Beschützerinnen der satuarischen Gemeinschaft und gelten tatsächlich als kämpferische Schwesternschaft.
die zwar jetzt nicht irgendwie in Armeen auflaufen würden, sondern eher heimlich agieren, aber ja, eher auch aggressiv, wenn es sein muss. Das heißt, jetzt aus SL-Sicht, super coole Plot-Idee, finde ich, dass da irgendwie Preios-Diener oder generell Kirchendiener und diese Gemeinschaft irgend so einen Guerillakrieg führen. Und man kommt da als Helden rein und muss halt erst mal den Grund rausfinden und dann versuchen zu schlichten. Ja, und wenn ihr halt eine Hexe spielen wollt, die halt Kampftalente hat und halt Kampfzauber beherrscht und so, dann seid ihr halt hier dann auch richtig, ne? Und was ich eben meinte mit Klerus, ist halt irgendwie damit verbunden, nämlich, dass die halt die Glaubensgemeinschaften, so würde ich jetzt mal den Hexenzirkel irgendwie beschreiben, halt mit Schutz versehen. Hier kann man auch ganz gut dann auch so Plotstränge machen. Also mir fällt jetzt so spontan auch ein, du sagtest ja gerade so ein Guerillakrieg zwischen, und dann könnte man auch noch so drumrum spinnen, dass halt die Prajoten oder irgendwer anders sich halt angelegt haben mit einem Hexenzirkel und gewonnen haben, vielleicht sogar. Ne? Sie zurückgedrängt haben, die Ritual, die Tanzplätze irgendwie entweiht oder sonst irgendwas. Und das haben natürlich dann die verschwiegenen Schwestern mitbekommen und schlagen zurück. Ne? Und dann ist da dann halt natürlich die Kacke am Dampfen. Und dann muss man erstmal gucken, dass man da vermittelt. Ne? Genau. Kommt jetzt schon darauf an, wie erfahren die Charaktere sind. Wenn es wirklich erfahrene Spieler sind, dann kann man da wirklich diplomatische Verhandlungen irgendwie auffahren. Das ist ja bei Ansonsten, wenn es jetzt. emotional geladenen Charakteren immer so eine Sache ist, Genau. ne? Genau. Genau. Die Praios-Anhänger, die würde ich vielleicht jetzt ein bisschen kühler spielen. Dafür die Hexen umso aufgeladener und dann ist ja Diplomatie echt schon schwierig, wenn Menschen sehr emotional geladen sind. Wenn es jetzt Anfängerspieler sind, dann würde es irgendwie um einen Gegenstand machen, der zerstört wurde, geklaut wurde, was auch immer, dass man da wenigstens, ja, eine Suche mit Dass man einen einbauen kann. Anhaltspunkt hat, ja. Würde ich Genau. auch machen, wenn es Anfänger sind, auch eine klare gut-böse Strukturierung machen. Ne? Also, dass es auch klar ist, wer hier irgendwie der Auslöser für den Konflikt ist und wer nicht. Und wenn es halt erfahrenere Spieler sind, dann kann man durchaus halt die Problematik mit ins Boot werfen, dass man zwischen einem Übel wählen muss, vielleicht. Ne? Also beide sind scheiße oder beide sind gut. Oder beide haben nachvollziehbare Argumente und man muss halt eine Seite wählen und muss dann gucken, ob man vermittelt. Oder eben halt, man kriegt es hin, dass man beide zufriedenstellt. Aber das ist ja dann im Spielerhand. Und da muss man sich als Spielleiter ja auch nichts großartig ausdenken. Das könnten ja dann die SpielerInnen machen. Und Auf jeden Fall. Wie immer dann kann ich nur nur. offen sein auch für Dinge. Also gilt ja generell, wenn man so Abenteuer anlegt. Denkt euch keinen Lösungsweg aus. Dafür seid ihr nicht zuständig. Für die Lösung der Probleme sind eure SpielerInnen zuständig. Ihr seid nur für die Problemdarstellung zuständig. Und Glaube, das natürlich ist dürft ihr auch. das Problem nicht so groß machen, dass es nicht lösbar ist. Schon die etwas fortgeschrittene Kunst des Spielleitens. Normalerweise, wenn man jetzt ein eher Anfängerspieler ist, hat man ja seinen Plot irgendwie aufgemalt und hat auch schon die Lösung ausgedacht, aber das werdet ihr relativ schnell merken, wenn es sich immer so anfühlt, ich muss mein Spiel jetzt in eine Richtung drängen, damit mein Plot aufgeht. Und das werdet ihr irgendwann von selbst sein lassen, bin ich ziemlich sicher. Aber wo wir gerade bei Anfängern und Fortgeschrittenen sind, wie ist denn das jetzt, wenn ich eine SpielerIn habe, die eine Hexe verkörpern möchte und dann sagt so, oh Gott, so viele Schwesternschaften, so viele verschiedene Zirkel, irgendwie, ich habe da voll den Überblick verloren. Ich wollte doch eigentlich hier nur eine Hexe spielen mit, keine Ahnung, einem Tier dabei, weil ich Tiere mag. Und muss ich mir dann da jetzt irgendwie alles durchlesen, was die jetzt da ausmacht? Und oder wie würdest du das jetzt machen mit Spielern, die Ja. bei dir in der Gruppe reinkommen und sagen, irgendwie, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber Hexe klingt cool. Gut, dass du die Frage stellst, Koali. Also zum einen gibt es ja das
Werkzeug der 30 Fragen oder 20 Fragen oder 10 Fragen, je nachdem, wie ihr da ins Detail gehen wollt, einfach mal den Menschen befragen, was für eine Art von Charakter er spielen will und anhand dieser Aussagen dann schauen, was für ein Charakter oder was für eine Profession passt, bevor ihr dem einfach das Buch auf den Tisch knallt und sagt, so, lies durch, such dir was aus. Sondern einfach mal gucken, was liegt der Person. Wenn jetzt natürlich irgendwie die Hexenzirkel nicht so 100% passen, er aber das so beschreibt, die Spielerin, wie Kuali das gesagt hat, könnte man natürlich auch angelehnt an die Magier, da gibt es das ja auch, Akademie zu Magier, gibt es auch zirkellose Hexen, dass man sowas spielt und sagt, oder wer denkt den Hexenzirkel aus? Also auch wenn es DSA-Spielern gefühlt etwas schwerer fällt, einfach etwas sozusagen, ich mache das jetzt, homebrew das jetzt mal, steht in keinem Regelwerk, aber dazu kann ich immer wieder ermuntern, es fühlt sich immer echter an. Natürlich ja, gucken, dass es jetzt nicht die Hexen sind, die, keine Ahnung, Riesenkraken als vertrauten Tier haben und Feuerbälle werfen oder so. Also, ja. Ja, da muss man, also wenn einer kommt, ich hätte gern einen Riesenkraken, dann, ja, okay, dann müssen wir jetzt wohl ein Abenteuer auf See spielen. Ansonsten kommt der wohl nicht mit. Oder... Wir können uns ja mal überlegen, wie der in den großen Fluss reinkommt, der Riesenkraken. Das ist schwierig, ja. Wie der sich dann versteckt, sobald es in den Bach geht. Wie würdest du denn sowas machen wie, also es gibt ja auch Wildkatzen, verschwiegende Schwesternschaften, wenn einer sagt, so, ich hätte gern so einen Säbelzahntiger. So, ja, klar, mit welchem Hintergrund? Also ich würde jetzt erstmal nachfragen, wo will er damit hin? Will er jetzt einfach nur ein Kampfmonster bei sich haben? Würde ich ja, sagen, das ist, das ist genau, das ist so, man kommt dann so, ja, cool, extra Kämpfer von der Gruppe. Ja, coole Sache, werden wir überhaupt nicht brauchen, da wir ein Diplomatieabenteuer machen, aber wenn du einen Säbelzahntiger mit dabei haben willst, gerne. Der Punkt ist, wenn ihr in eine Stadt kommt, wie willst du den dann mitnehmen? Also ich, ja, den der kommt dann einfach mit. Ja, genau. Da werden die Stadtwachen sich nicht drüber freuen. Du wirst auch keine Zulassung kriegen, nach Gareth oder nach einer großen Stadt so eine gefährliche Raubkatze mit rauszubringen. Die Raubkatze wird aber auch nicht fröhlich sein, wenn du die vor der Stadt am Baum anbindest, weil wahrscheinlich werden irgendwelche Bauern oder halbgare Abenteurer, die einen schnellen Silbertaler für das Fell haben wollen, werden der Katze was antun wollen. Genau, ja. Oder halt, selbst wenn du zu dieser Stadt dann kommst mit so einer Katzen, so einer Raubkatze und du lässt sie vor der Stadt irgendwo, was macht denn die Katze dann da? Also wahrscheinlich wird sie dich auch irgendwie ernähren. Dann fängt die an, Vieh zu reißen und dann beschweren sich die Bauern und, ne? Übrigens auch, wäre eigentlich auch eine coole Abenteueridee irgendwie sowas. Ja, ne? Wollte gerade sagen, es ist mega viel Plot für den SL, kommt immer drauf an. Also ich... gib immer den Spielern alle Möglichkeiten. Ich sag aber, wenn euer Power-Level schnell steigt, dann steigt auch die Schwierigkeit, beziehungsweise die Gegner steigen schnell. Das ist genauso, wenn jemand einen Riesenkraken als Tier hätte, na klar, dann sind eure Gegner halt Seeschlangen und nicht ein paar Piraten. Die Frage ist, ob man das will. Also, ihr könnt auch als Neulinge in Aventurien euch auch an eurem Bild einer Hexe, glaube ich, orientieren. Wenn ihr sagt, warum wollt ihr eigentlich eine Hexe spielen? Ja, weil sie soll halt auf einem Besen fliegen. Okay, das können sie alle. Was soll die denn sonst noch können? Ja, die soll Leute beeinflussen. Ah ja, dann eher so, ne? Irgendwie ist die eher ein Gesellschaftscharakter, eher ein Wildnischarakter. Ne? Kann man ja irgendwie gucken, in welche Richtung es geht. Und falls dann wirklich überhaupt nichts passt, dann baut man sich ein eigenes Ding zusammen. Und dann gibt es das in eurem Aventurien einfach. Ne? Muss nicht immer alles in einem Regelwerk stehen, damit man es spielen darf. Genau. Es ist bei DSA manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, Hauptsache den Spielern in der Gruppe macht es Spaß, es wird allen abgesprochen, alle sind einverstanden. Und ich denke, da kann man auch aus einer Hexe einen wunderschönen Charakter machen. Natürlich jetzt permanent das Spiel läuft, dass der Streuner, der Krieger die Hexe rumkriegen will in der Gruppe und dass die Gruppe schon irgendwann anfängt zu nerven, besonders wahrscheinlich die Hexenspielerin. Solltet ihr das als SL vielleicht etwas schneller unterbinden oder irgendwie mal nach der Runde ansprechen, Leute, ich habe da das Gefühl, hier läuft was aus dem Ruder. Aber das bringen alle.
Charakterklassen, glaube ich, mit sich ihre eigenen Probleme. Ja, also ich finde auch gerade Hexen sind auch interessant, weil sie halt so eine schöne inneraventurische Grauzone sind. Also sie nehmen sich aus allen Ecken und Enden des Spektrums Dinge, die sie gebrauchen können, sowohl irgendwie in der Heilungsmagie oder in der Bewegungsmagie oder halt so bis hin zu den dämonischen Aspekten und haben halt diese Flüche und so, aber sind halt immer für beide Aspekte auch gut. Also ein Hexencharakter als NPC oder als Antagonist oder so kann auch immer in beide Richtungen sich entwickeln, kann sowohl sich verführen lassen von den dämonischen Einflüsterungen, wenn man dann so an klassische, also an bestehende NPCs denkt, die, wie heißt sie, die Miona, glaube ich, heißt sie, von Zorgan, die den Bekelel-Splitter bekommen hat, aus Barbarats Krone, die dann natürlich irgendwie eher zum dämonischen Ding tendiert, aber dann auch eine Historie mit sich bringt, die das irgendwie plausibel macht, warum sie dahin abgedriftet ist. Und ich finde, das ist bei vielen Hexencharakteren so. Auch wenn man positive Hexencharaktere nimmt, wie Lucellin, die bekannteste Katzenhexe, glaube ich, im Kanon ist, die kann auch als Antagonistin auftreten, je nach Situation. Ne? Und hat sie, glaube ich, auch ein paar Abenteuer mal gewesen. Ich müsste mal nachgucken, wo Lucellin überall auftaucht, aber Das ich erste Mal meine, nächste Nacht. Dann genau, ich später meine, sie in kommt der meistens Kampagne. im Positiven vor, Ja. aber als Oberhexe des Hexenzirkels kann sie natürlich auch als Antagonistin auftreten, ne? Je nachdem, was der Hexenzirkel da gerade verbrochen hat, ne? Das ist, ja, also Protagonist, Antagonist ist ja in der einfachen Gut-Böse-Denke immer so ein, ja, zweischneidiges Schwert, finde ich. Ich gebe immer den NSCs gerne Interessen. Und wenn natürlich die Helden gegen die Interessen handeln, dann werden sie Antagonisten. Wenn sie die Helden in den Interessen handeln, werden sie Protagonisten. Ja, genau. Also mal abhängig davon, was gerade bei den Helden so auf der Agenda steht, ne? Ja. Ja, klar, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, randalierend durch den Wald laufen und alle Einbeerbüsche kaputt schlagen, weil sie Langeweile haben mit Stöckchen, werden denen die Hexen schnell aufs Dach steigen. Jetzt haben wir ja diesen, wenn du das jetzt, wo du das gerade ansprichst, diesen Naturaspekt, ne? Wir haben ja gesagt, die Magie kommt auch so ein bisschen aus der Natur heraus, was ja dargestellt wird dadurch, dass die Hexen halt auch Erdkontakt brauchen. Das heißt, wenn ihr eine Hexe habt, die auf dem Besen rumfliegt, dann ist dann nur erschwert das Zaubern möglich. Während wenn sie auf dem Boden steht, das ganz, ganz einfach ist. Vergessen viele meistens, ne? Irgendwie so diese klassische, fliege einfach mal mit dem Hexenbesen um den Gegner rum und schmeiß von oben Feuerbälle, oder andere Kampfzauber, ist dann irgendwie nicht so angebracht, ne? Ist auch wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein reglementierendes Element, um Ja. den Charakter nicht zu stark werden zu lassen. Da müsst ihr euch natürlich aber auch als Spielleiter immer einen Gedanken drum machen, wenn was. Ihr habt einen Charakter in eurer Gruppe, der kann fliegen. Das muss man sich als Spielleiter, als Spielleitung, das nimmt viele Schwierigkeiten aus Situationen heraus. Der Genau, Turm, also. den ausgekundschaftet werden muss, ja, ich fliege einfach hoch, fertig. So. Wände hochklettern als Hindernis, Stadtmauern und so weiter. Also eine Hexe kann unglaublich viel aushebeln. Wird wahrscheinlich auch von vielen Spielern genau dafür gern genommen, weil ich fliege mal schnell dahin. Der Knackpunkt ist aber, ich fliege mal dahin. Das heißt, ich bin aber auch sehr, ja, offenkundig für alle zu sehen, wenn ich irgendwo am Nachthimmel rumfliege. Und es ist nun mal eine Welt, wo ein Haufen Leute Bögen und Armbrüste haben. Also
da macht man auch tendenziell seine Hexe, die über eine Stadtmauer fliegt, gern schnell mal zu einem Ziel für die Stadtwache mit Armbrüsten, weil da darf die nicht nachts, egal wer das ist. Ja, und wenn dann noch der Aberglaube der Menschen dazu kommt, ne, und dann der generelle Unmut, den man Hexen gegenüber zum Ausdruck bringt, egal ob angebracht oder nicht, damit kann man dann ja auch spielen als Spielleitung, dass man dem der SpielerIn irgendwie klar macht, hör mal, wenn du da jetzt so offen über die Reichsstraße fliegst, bist du zwar vielleicht schneller, aber naja, der Mob mit Mistgabeln und Fackeln wartet schon auf dich, wenn du wieder zurückkommst, ne? Genau, definitiv. Oder vergreift sich an deinen Gefährten, weil die vorher mit dir gesehen wurden oder so, ne? Also da ist auch hier die Heimlichkeit auch wieder so ein ausgleichendes Element, dass man immer aufpassen muss. Man kann das zwar, aber man sollte es nicht raushängen, also zu offensichtlich raushängen lassen. So habe ich das bei meiner Hexe damals auch immer gemacht. Das ist irgendwie immer so ein Aspekt gewesen, immer so eine dünne Linie, auf der man balanciert zwischen, was kann ich machen, um offen zu agieren, und was kann ich machen, um das irgendwie zu vertuschen. Und ich finde, das macht so ein bisschen den Reiz von einem Hexencharakter auch mit aus. Und wenn man das nicht will, als SpielerIn, und das auch offen kommuniziert, irgendwie dieser Powergaming-Level da ist, dann muss man als Spielleitung irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen rabiater werden, und dann ist dann irgendwas mit der Hexensalbe verkehrt gelaufen oder so, und dann geht das halt auf irgendwie gerade mal nicht oder so. Ja, ich bin sowieso ein großer Fan davon. Das ist für mich generell beim Rollenspiel das Salz in der Suppe, wenn Spieler Ideen und Wünsche haben, erstmal Ja sagen und dann natürlich aber knallhart immer die Konsequenzen einbauen. Wenn jemand permanent irgendwie irgendwo mit dem Bogen Besen rumfliegt, werden natürlich irgendwann Prioten denen hinterherziehen, wenn die Spieler, warum auch immer, jeden Bauern, den sie treffen, niedermeucheln, um denen ein paar Kupferstücke abzunehmen, dann werden die bald gesuchte Verbrecher sein und werden die Götter werden denen auch nicht mehr wohlgewollt sein dann. Du bist gemutet. Jetzt haben wir so einen groben Rundumschlag gemacht. So, ja. Alles so ein bisschen irgendwie. Hast du noch irgendwas? Ja, und zwar ein Punkt, das ist nicht offiziell Kanon, beziehungsweise nur in so Zeit offiziell Kanon, dass es diese Insel auf der Karte gibt tatsächlich. Die heißt auch die Hexeninsel. Aber ich kenne jetzt aus den offiziellen Büchern keine wirkliche Beschreibung. Es gibt aber eine Fanware, die 2006 erschien, die Hexeninsel. Von einem Autorenteam um dsa-hexenkessel.de. Ich habe aber eben die Seite mal aufgemacht. Das sieht irgendwie seltsam aus, die Seite. Also die ist jetzt nicht mehr zu empfehlen, glaube ich. Da ist irgendwas mit Online-Casino drauf. Aber oh, trotzdem finde ich diese Spielhilfe sehr schön, dass man sagt, man hat eine Insel, auf der Hexen angesiedelt sind. Sonst keine große Zivilisation da ist. Das heißt, sie können da ihren Ritualen, man könnte eine Schule irgendwie hinbauen oder was auch immer, dass jede Hexe da einmal im Leben hinpilgert, so einen Hexenmekka draus machen. Also da ist es auch sehr, sehr frei und offen gelassen. Es gibt da ein paar Protagonisten oder NSTs, die beschrieben sind. Dann ist auch irgendwie beschrieben, dass da eine Piratentruppe manchmal hinfährt, dass da könnte man jetzt entweder, warum auch immer, ist man von den Piraten entführt worden und muss da rauskommen und kann die Hexen um Hilfe bitten. Und da gibt es unglaublich viele schöne Plot-Ideen, finde ich. Und ja, ich bin halt auch ein Freund von mal Bereiche von Aventurien zu bespielen, die nicht quadratzentimeterweise beschrieben sind, sondern wo man einfach viel ja, machen kann. Und es ist irgendwie so eine subtropische Insel vom Cover her oder auch von der Lage her. Das heißt, da könnte man vielleicht sogar ein bisschen sich bei Schatzinsel Ideen holen oder was auch immer. Ja, dann kann man so als kleiner Spielort für vielleicht eine ganze Hexengruppe oder so. Ne? Könnte es ja auch mal cool. Ja. Und dann kann man ja auch so mal so eine Hexenzirkel mal aufbauen, richtig, ne? Also vielleicht irgendwie die Charaktere sind halt eine Schwesternschaft und eine frisch gegründete Schwesternschaft, und dann warum seid ihr aus euren speziellen Zirkeln raus oder so, und warum, ne? Kann ja alles irgendwie, ich finde, das ist auch eine schöne Abenteueridee für so einen One-Shot oder vielleicht einen Few-Shot.
Kann aber auch mehr sein, irgendwie so eine Sandbox, ne? Wie du das jetzt gerade sagtest mit der Insel. Irgendwie, wir suchen uns extra diese abgelegene Insel aus und bauen hier unseren Zirkel auf. Und dann ist da natürlich irgendwas auf der Insel, was das verhindert oder was es schwieriger macht und so. Ja, Natürlich find haben ich die Zirkel spannend. ja auch immer Vorbedingungen, dass ich glaube, zumindest ein Knotenpunkt von den Kraftlinien da sein muss, wenn ich es nicht ganz wie bei den Akademien ähnlich auch, dass man da dann die Zirkelpunkte hinmacht. Und da könnte man jetzt, wäre jetzt natürlich sehr tief in die TSA-Theorie rein, dass mit diesem Knotenpunkt was nicht stimmt, was auch immer. Ja. Ja, ist natürlich, dass die mit den Knotenpunkten, das kann, ist ja auch lange nicht bekanntes Wissen gewesen. Das hat sich einfach so ergeben, weil da die magischen Flüsse einfach viel besser funktionieren. Dann hat man sich halt die Orte gesucht, wo die Rituale super einfach sind. Und dann, ne. Ja, also da würde ich mir jetzt auch nicht zu viel Gedanken um diesen tiefen Aspekt davon machen. Guck mal, vor allem, ob das deine Gruppe Bock hat. Einfach wie immer besprecht vorher, wo ihr hin wollt mit dem Abenteuer und dann wird das schon laufen. Man kann natürlich auch Auseinandersetzungen mit anderen Gruppierungen ganz gut mit Hexen darstellen. Ich denke mal an so ein klassisches Auseinandersetzung mit einer Magierakademie zum Beispiel, ne? Die Auffassung von Magie von Hexen unterscheidet sich ja von denen von Magiern nun mal grundlegend, weil die Hexen ja aus der Emotion heraus zaubern und das ist ja quasi das No-Go, was den Magiern so sofort aberzogen wird, wenn die in die Akademie kommen, weil da muss ja alles strukturiert und kategorisiert und eingeordnet und in ordentlichen Wegen laufen. Nicht umsonst sind die Gilden ja auch so entstanden, einfach weil man der Magie eine Ordnung geben wollte, damit sie auch preisgefällig ist. Und hier sind die Echsen natürlich völlig frei und drehen da völlig frei und sind da total anders drauf. Und dann könnte man auch so eine schöne Geschichte um vielleicht ein magiebegabtes Kind oder sowas spinnen, wo da halt die Hexen sagen, nein, wenn die jetzt den Alrik mitnehmen in die Akademie, dann ist der für immer verdorben oder so und verderben den in seiner Beziehung zur Magie und so. Das darf nicht passieren. Noch krasser natürlich, wenn es sich um Alrike handelt. Genau. Ja, da so eine Auseinandersetzung generiert, also der sich um die grundlegende Auffassung von Magie dreht. Ja, Das also wäre man auch kann ein cooler natürlich Ansatzpunkt. Hexenzirkel sehr schön nehmen für jegliche Art von Konflikt mit anderen Gruppen. Also ob es Druidenzirkel sind, Magierakademien, andere Hexenzirkel. Wir hatten ja bei uns in die Borgobrat-Kampagne das Zeichen der Kröte eingebaut, wo ja eigentlich die Helden als Nicht-Magier oder Nicht-Hexen da irgendwie dem Zirkel helfen sollen. Wir hatten dann so, dass quasi die andere Hexe versucht hat, den Zirkel unserer Hexe zu übernehmen. Also so ein ja, feindlich Übernahmeszenario ausgemacht. Ja, Und das da war lässt aber sich einiges mitmachen, ja. genau das Problem, was wir vorhin angesprochen haben, dass du dann eine Gruppe von Antagonisten hast, die alle fliegen können. Wie willst du denn kommen? Eigentlich. Wir haben es dann irgendwie gelöst. Aber ja, das bringt dann ganz andere Probleme mit sich. Das ist richtig, genau. Ja, und im positiven Sinne kann man das natürlich auch machen, ne? Also, dass man die Hexe in der Gruppe nutzt, um mit Gruppierungen zu interagieren, die im Abenteuer vorkommen, die sonst vielleicht anderen, also Menschen oder so, nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüber sind. Ich denke an Elfen, ne? Wenn ich da so, also Elfen, gerade Waldelfen oder so, sind ja immer sehr, sehr, sehr fokussiert und nicht so offen gegenüber Menschen. Und hier könnte man halt durch die Ähnlichkeit, die Magie der Hexen hat mit der Magie von Elfen, haben wir eben schon mal ein bisschen beschrieben, ne? Dass die verstehen sich so halbwegs, glaube ich, auch wenn Elfen das wahrscheinlich nicht formulieren. Elfen irgendwie sagen würden, ja, wir sind halt einfach. Und Hexen, glaube ich, schon sich bewusst sind, dass sie was machen.
oder dass da was passiert, sind sie dann doch, weil dieser emotionale Aspekt, der aus ihnen heraus, aus ihrem Selbst heraus irgendwie entspringt, dass man da Anknüpfungspunkte finden können, die den Elfen vielleicht ein bisschen zugänglicher sind. So hat das der Pölle ja auch versucht, meinen Elfen in seiner G7-Kampagne irgendwie unter die Menschen zu bringen, indem ich als Waldelf dann mit Hexen interagiert habe, die dann für mich dann ein bisschen nachvollziehbar waren, weil die konnten dann halt auch mit den Tieren kommunizieren und hatten Naturverbundenheit und so. Und da kam man eher so auf einen Nenner, als wenn man jetzt irgendwie Bauer Alrik oder so als Bezugspunkt hat. Ja. Oder die Stadtwache aus einer Stadt mit geschmiedetem Metall an sich und so weiter und so fort, ja. Das ist nachvollziehbar. Kann man natürlich auch mit anderen Gruppierungen machen, mit Achats oder so, ne? Irgendwie, wenn man dann irgendwie Schlangenhexen hat, die dann grundsätzlich auch schon mal vom Seelentier her aus oder vom vertrauten Tier aus zu den Geschuppten eher so ein Verhältnis haben. Ne? Vielleicht kommt man dann da irgendwie ein bisschen drüber. Ja. Ja, gibt viele, viele coole Sachen, die man mit Hexen machen kann. Definitiv. Also spielt ruhig eine Hexe oder ein Hexer. Die Hexer, das haben wir gar nicht erwähnt, ne, gibt es auch, aber sind super selten. Und jetzt, wo ich es erwähne, gibt noch eine Sache, die wir erwähnen müssen. Es gibt noch die spezielle Hexe unter den Hexen, also das Snowflake-Hexchen, würde ich das mal behaupten. Die ultra, ultra seltene Eihexe. Eigeborene Hexe, das ist richtig, ja genau. Also die nicht altert und auch auf nicht natürliche Weise sterben kann. Hexe, ja. Ja, also das könnt ihr auch spielen, also einen nicht alternden Charakter, also einen gewissen Punkt nicht mehr alternden Charakter. Besonders mächtig, aber auch besonders mit in der Beziehung zu ihrem Zirkel, weil eine Eihexe wird wahrscheinlich immer auch Verantwortung mit sich tragen, gerade ob ihrer speziellen Herkunft. Früher oder später Zirkelvorsteherin werden, weil sie halt die meiste Erfahrung und die meiste Macht hat. Finde ich aber auch ein sehr schöner Charakter, diese Highlander-Downside mal zu zeigen, aber alle Freunde und die sie mal liebgewonnen hat, werden irgendwann um sie drumherum sterben. Ja, genau. Ähnliches Problem, was du mit Elfen halt auch hast. Ja. Ja. Meinst du, Hexen kommen gut mit Zwergen klar? Schweres Ding. Also besser als Elfen, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Also gut, die Hexen müssen ja auf dem Boden stehen. Das heißt, wenn sie im Zwergenstollen rumlaufen würden, das ginge. Kommt jetzt an, was sie für ein Vertrautentier haben. Aber da die Zwerge ja doch mehr auf Handel oder Handwerk aus sind, was ja jetzt nicht so das Mega-Hexenthema ist. Also ich sehe jetzt keinen großen Konfliktpunkt. Aber auch jetzt ist gut, so Alchemie ist ja halt auch ein Handwerk, ne? Das es ja auch bei Zwergen gibt. Also da könnte man ja auch irgendwie eine zwergische Hexe. Ist ja immer, also generell magiebegabte Zwerge sind ja immer so ein Thema für sich, ne? Ja. Aber, nur Geoden. Also mit Geoden kommen die, glaube ich, ganz gut klar. Ja, denke ich auch. Ja. Ich glaube, nur mit dem klassischen Drachentöter-Erzzwerg. Weniger, ja. Aber die kommen ja generell mit nichts klar. Wohl auch, glaube ich, ob es jetzt ein, das käme jetzt bei den Geoden drauf an, ob es ein Dina Sumo, jetzt will ich gerade überlegen. Jetzt schmeiße ich gerade Geoden und Druiden durcheinander, oder? Druiden waren Dina Sumo und Herr der Elemente. Oder waren das die Geoden? Ja. Tja, gute Frage, lassen wir das mal sein, bevor wir uns hier verrennen. Genau, wir sind ja auch schon über eine Stunde jetzt dabei. Oh ja. Und haben jetzt einiges angerissen über Hexen. Ich hoffe, du da draußen, der irgendwas über Hexen wissen wollte von uns. Ich hoffe, wir haben dir was erzählt, was du noch nicht wusstest. Oder zumindest weißt du jetzt, was wir über Hexen denken und wollen und sollen.
Wenn ihr da draußen ein paar Ideen aufgreift von uns, die wir jetzt hier mal einfach so wild in den Raum reingesponnen haben, also ich fände es super cool, wenn ihr da ein Abenteuer spielt oder einen Charakter spielt, das, schreibt doch mal einfach rein, so was eure Hexencharaktere so machen. Egal ob NPC oder PC. Würde mich super interessieren. So, wo kommen die her? Was machen die? Was haben die für Besonderheiten? Wie passen die in die Gruppe? Oder wenn es Antagonisten oder Protagonisten sind, was macht die so aus und wie kommt die Gruppe damit klar und so? Lass uns da einfach mal ein bisschen an euren Erfahrungen teilhaben und die anderen Leute auch. Also schreibt uns das ruhig. Vielleicht machen wir dann, wenn wir genug kriegen, mal so eine Folge so, die Community und ihre Erfahrungen mit besonderen Charakteren oder so. Coole Idee. Ja. Ja. Und schreibt natürlich auch gerne unten drunter, wenn ihr vertiefende Themen das zum Hexen, okay, jetzt habt ihr aber die schöne Nacht nur kurz angerissen. Ich will da eigentlich mal mehr drüber hören, wenn ihr sowas haben wollt. Ja. Oder ihr wollt mitreden und sagt, ich bin die Expertin, der Experte für Rabenhexen oder so. Ja, also ich kenne da alles. Ich habe alles gelesen und keine Ahnung. Dann auch ruhig melden, dann finden wir auch einen Termin und dann quatschen wir einfach mal als Unwissende mit dir als Experte oder Expertin. Immer gerne. Gut. Dann sind wir für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann und hören, oder besser gesagt, wir hören uns ja nur. Wir hören uns nächsten Monat wieder und da nehmen wir uns dann ein völlig anderes Thema vor. Tschüss, aber bis zum nächsten Mal.